weil er einfach mal anders ist als die meisten Filme. Und es wurde eine sehr andere Kombination benutzt, und zwar ein krebskrankes Mädchen und Superkräfte in Verbindung gebracht. Und eine Szene auf dem Fußballplatz hat mir sehr gut gefallen. Dort hat sie durch die vermeintlichen Kräfte ein Tor geschossen und somit auch mehr Freunde bekommen. Und es war sehr schön, dass bis zum Ende immer noch nicht klar war, hat sie Superkräfte oder hat sie keine Superkräfte. Und es war auch noch ziemlich gut gemacht, dass man am Ende sehen konnte, dass ein Film auch gut sein kann ohne ein Happy End. Meine Filmkritik zum Film Supermodo. Hallo, ich bin Tom. Im Film Supermodo spielt das Thema Superhelden und Superkräfte eine große Rolle. Ich fand es gut, dass Joe denkt, dass sie mit der Superkraft ihre Krankheit vertreiben kann. Alle fanden es traurig, als Joe gestorben ist. Als die anderen Supermodos für Joe kamen, war ich sehr glücklich. Bei der Szene, als das Auto mit den Kindern drohte, den Hügel runterzurollen, waren wir uns nicht sicher, wie Joe das gemacht hat. Auch eine meiner Favoritenszenen war die Stelle mit dem Fußball, wo alle zur Seite geflogen sind, als Joe den Ball hatte. Oder die Szene auf dem Dorfmarkt mit dem Taschendieb. Zusammen mit den Dorfbewohnern wurde der scheinbare Dieb von Joe gefasst. Sie fühlte sich danach wie eine Heldin. Die Story war schön erzählt. Meine Lieblingsrolle war die von Mike. Er hat den Film für Joe organisiert. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass die schnellen Action-Szenen toll mit der Kamera aufgenommen worden sind. Dieser Film ist für Familien mit Kindern sehr zu empfehlen. Hallo, ich bin Clara. Im Film Supermodo wird über das Mädchen Joe berichtet, das Krebs hat und bald sterben wird. Ihre Familie kümmert sich so gut es geht um sie, aber jeder auf seine andere Weise. Ihre Mutter will, dass sie mit Wärmflasche im Bett liegt. Ihre Schwester hingegen will, dass ihre letzten Tage die schönsten sind. Ich finde es sehr traurig, als Joe stirbt, aber durch die anderen vier Supermodos, die im Film gezeigt werden, lebt sie in ihnen weiter. Hallo, ich bin Clemens und das ist meine Filmkritik zu Supermodo. Joe ist schwer krank und die Ärzte können sie nicht mehr heilen. Darum will Joes Mutter mit Joe nach Hause gehen, damit Joe noch ein schönes Leben hat. Doch Joes Mutter ist etwas zu vorsichtig und lässt Joe nicht raus. Das finde ich nicht so gut. Mike zeigt Joe jederzeit Filme und dreht für Joe den eigenen Film. Mix plant 10 mit dem Dorf, was wirklich sehr nett ist. Der Film ist am Ende etwas traurig, wenn Joe stirbt. Aber ich finde es gut, dass die Hoffnung weitergeht mit dem Beenden vom Film. Weil Mix findet, dass Joes Wunsch auch erfüllt werden soll. Joe wollte den Film unbedingt drehen, damit sie den Leuten in Erinnerung bleibt, was wirklich sehr schön ist. Insgesamt ist der Film wirklich gut. Sehr schön, sehr anschaulich und es zeigt, was Tag für Tag in der echten Welt draußen passiert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klattertieren. Clara und Tanem kritisieren. Ich bin Tanem und ich bin Clara. Heute geht es um den Film Supermodo. Der Film behandelt das Thema Familie. Zu der Familie gehören Catherine, die Mutter, Mix, die Schwester, der verstorbene Vater und Joe. Wir fanden es sehr traurig, als Joe starb. Aber was wir sehr toll fanden, ist, wie die Familie sich um Joe gekümmert hat. Zum Beispiel die Mutter. Sie wollte immer, dass sie dicke Pullis anhat, immer zu Hause bei der Familie bleibt. Aber der Schwester hat es nicht so gut gefallen, aber jetzt redet doch meine Kollegen weiter. Fanden es außerdem sehr schön, wie Mix um ihre Schwester gekümmert hat. Wissen nicht, ob wir dasselbe für unsere Geschwister getan hätten oder überhaupt könnten. Mix will sie unterstützen, dass sie ihr eigenes Leben lebt und den Rest des Tages ihres Lebens Spaß hat. Außerdem finden wir toll, wie die Dorfbewohner sie unterstützen. Sie sind zwar nicht verwandt, aber wie eine richtige Familie. Also, seht euch den Film an. Es ist ein sehr schöner, emotionaler Film. Bis zum nächsten Mal bei Klattertieren.